Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 93. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute über das schwere Los der Arbeit. Nicht zu verwechseln natürlich mit dem Arbeitslos. Viele klagen ja über die Belastung durch das Arbeitsleben, wobei es wie überall natürlich Unterschiede gibt. Es gibt Menschen, die eine schwere und belastende Arbeit haben, aber es gibt auch andere Menschen. Das Schwerelos der Astronauten im Weltraum ist zum Beispiel völlig anders als das schwerste Los eines Losverkäufers. Und das ist hauptsächlich dem Zeitgeist geschuldet. Stress ist heute in. Nicht umsonst heißt das moderne Arbeitsmotto stressfrei erleben. Ein Grund dafür ist die Menge der Arbeit. Manche arbeiten Stunden über Stunden. Und die wird natürlich nicht weniger, wenn zum Beispiel Fehler gemacht werden. Ich habe zum Beispiel letzte Woche auf einer Baustelle zufällig mitgehört, dass es einen Rohrbruch gab. Und da hat der Vorarbeiter zu einem der Arbeiter gesagt, bring das mit dem Dämmlack wieder in Ordnung. Oder ich habe mal miterlebt, wie ein Profifotograf am Ende einer Hochzeitsfeier alle Bilder verloren hat. Der brauchte dann dringend eine Notaufnahme. Und der zweite Grund neben der Menge ist die Länge der Arbeit. Da gibt es ja zum Beispiel Berufe mit wirklich extremen Arbeitszeiten. Holzfäller ist zum Beispiel so ein Knochenjob. Da heißt es tagsüber Fällen und Sägen und danach auch noch Schichtarbeit. Oder ich habe mal mitgekriegt, dass eine Firma einen Auszubildenden 3 Jahre lang am Stück hat arbeiten lassen. Und als ich seinen Chef zur Rede gestellt hatte, hat der nur trocken geantwortet, das soll ihm eine Lehre sein. Aber das ist nicht gesund. Wir müssen lernen, mehr auf unseren Körper zu achten, zur Ruhe zu kommen, Freiräume schaffen. Da zählen auch schon die kleinen Schritte viel und Ihr Körper dankt es Ihnen. Zum Beispiel ein Bluesmusiker, der andere Stilrichtungen spielt, baut wie von selbst seine Bluesstunden ab. Oder man macht bei der Arbeit eine winzig kleine Pause, so eine Babypause. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.